Vielen Dank, Frank Ulrich Mann. Die Prozesstermine stehen im Übrigen detailliert aufgelistet auf der Rückseite des Aktionswochenflyers. Und auf einen Termin, der auch mit dem merkwürdigen Rechtsverständnis der politischen Justiz in diesem Land zu tun hat, möchte ich noch hinweisen. Am 3. Juli findet eine Berufung vor dem Landgericht statt, wegen einem angeblichen Lärmtrauma und Beleidigung von Polizisten. Lubna Fober ist dort angeklagt und freut sich über eure Unterstützung, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen Dank auch nochmal an Frank Ulrich Mann für diesen Bericht und vielen Dank auch für das Angebot, hier immer wieder vor Prozessen zu berichten und danach. Gut, dass es Juristen wie ihn gibt, die gegen politische Justiz in diesem Land antreten und gegen den Rechtsbruch der Hassenden in einer der Erscheinung kommen. Wir sehen uns, Frank Ulrich Mann. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, spielt für euch nochmal das Christoph-Altmann-Trio, Thilo Stricker am Cajon und Waschbrett, Dieter Hildebrand am Bass, Christoph Altmann am Akkordeon und an der Ukulele. Wir haben ihn vorher ein bisschen gesungen vom Anpflanzen und von dem, was dann da passieren kann. Das ist die Phase, in der wir mit der Stuttgart 21 Sache im Moment auch stellen, ein bisschen hin, sonst kommt ihre Rausdauer. Aber irgendwann wird die Zeit der Ernte für uns kommen. Irgendwann wird es so sein, dass man Zwetschgerade kann. Und da werden die anderen nachher sich Keulenschnaps brennen können. Und wir spielen an dieser Stelle ein meditatives Lied. Zwetschgerade. Und wir schwaben sind ja schon immer international gewesen. Ihr werdet merken, wir haben im Schwäbischen nicht nur französische Einflüsse wie Cheslo, Plafond, Beauchamper, Trottoir und so weiter, sondern auch vieles fernöstlich in unsere Sprache aufgenommen mit ihr verwoben. Zwetschgerado, ein meditatives Lied in der Vorfreude, dass wir mal das ernten können, was hier jeden Montag seit langer Zeit gefordert wird. Schnaps und der Sommer.
Sommer der war lang und war noch schön. Sei den schönen Schnaps und auch ein guter Most. Und der Sommer der war lang und war noch schön. Jo, da, hani, 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 hani, zwetschka, da, jo, da, hani, 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 hani, zwetschka, da, jo, da, hani, hani, zwetschka, da, jo. Gerade gehört mir hier noch Zeit. Ich stelle mir Folgendes vor, wenn es dann dereinst so weit sein wird, dass das Ding begraben wird und die Löcher zugeschüttet werden. Oder vielleicht sogar, vielleicht, was meine Vision immer ist, dass vorne neben dem Hauptbahnhof eine riesige See auftaucht, vom Nesebach. Und das wird dann die Attraktion. Das wird fantastisch, weil aus der ganzen Republik, aus alle Ecken kommen sie, um dort zum Baden an diesem neuen Nesebach. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn es dann mal so weit sein wird, dann werden wir natürlich auf eure Art froh sein, weil jetzt endlich rum ist und der Fläschle aufmachen. Und das wollen wir gleich mal vor Naus besingen. Wir haben ein Weinlied für Ganzkörpertrommel, Stimme und Publikum. Also Ganzkörpertrommel, Stimme bin ich, Publikum sind ihr halt. Und dass ihr schon mal wisst, wie das dann ist, wenn das Fläschle aufgemacht wird. Zwei zentrale Aussagen in dem Lied. Die erste heißt, da geht er rein. Und die zweite, der gute Wein. Mehr muss man nicht wissen, wenn wir dann die Flasche aufmachen. Jetzt, wenn ich rufe, da geht er rein in dem Lied, brauche ich euer donnerndes Echo, da geht er rein. Und wenn ihr hört, der gute Wein, brauchen wir euer Echo, der gute Wein. Ganz kurze Probe. Da geht er rein! Da geht er rein! Guck mal, ich will gar nichts zum Trinken, aber du kannst die Vorfreude, ich schließe dich, du. Komm, das ist ja sagenhaft, du. Das ist ja, komm, das probieren wir nochmal. Auf, nochmal. Da geht er rein! Da geht er rein! Du gute Wein! Du gute Wein! Jawohl, Diebe, gib mir ein B, komm. Boah, das ist ja der Hammer, der. Meine Ganzkörpertrommel, Stimme, Kombo und Publikum. Zwei, drei, vier. Erst vorspielen. Also, euer Stell kommt gleich, bitte konzentriert dabei bleiben. Ihr müsst ein bisschen ins Thema einführen, dass ihr schon glühstimmig werdet, also dass sich das Wasser in der Busche zusammenlaufen tut. Ja, wir machen es nochmal, es kommt gleich. Toll, hey, ja. Ich jetzt sage, es war ein Muckensäckchen zu spät. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Also Flügel-TV und die alle, die ihr da findet, ihr müsst das rausschneiden. Das muss man so kommen, wie wenn Elli das sofort genau, wir machen es nochmal. Das ist, wenn du im Fernsehen bist, ist es immer so. Dann steht so ein kleines Loch, schneiden wir raus. Ihr kommt direkt auf, ich gebe euch sogar der Eisatz. Machen wir nochmal. Zwei, drei. Got it.
Sache sei. Sagen Gott oder nimmst den Silvaner oder Hegenstein, Riesel in den Riesling, egal. Vielen Dank, Christoph Altmann, Thilo Stricker und Dieter Hildebrandt. Auch bei euch würden wir uns freuen, euch wieder mal hier auf der Bühne zu hören. Denn wir brauchen und wir haben langen Atem und werden noch etliche Montagsdemos auf die Füße stellen müssen, bis der Ausstieg aus Stuttgart 21 geschafft ist.